Television Zwickau. Deine Region im Bild. Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Aktuell das regionale Abendmagazin. Heute im Studio Udo Rupkalbitz. Guten Abend, das ist Tag aktuell vom Dienstag. Wir haben folgende Themen für Sie zusammengestellt. Unter anderem dabei Podiumsdiskussion zu Rechtsextremismus im alten Gasometer. Außerdem Arbeitstreffen von Staatsanwälten aus Sachsen, Bayern und Tschechien. Und RSC-Rollis bezwingen Hamburger SV. Dazu später im Sportteil mehr. Hier sind die Themen des Tages im Einzelnen. Im alten Gasometer gab es gestern Abend eine Podiumsdiskussion über Rechtsextremismus. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hatten sich die Rechtsextremisten Böhnhardt und Mundlos erschossen. Ihre Komplizin Beate Zschäpe hatte daraufhin die Wohnung in Weißenborn in die Luft gejagt. Zu der Diskussion eingeladen hatte der Verein Alter Gasometer und das Zwickauer Bündnis für Demokratie und Toleranz. Zu Gast waren Oberbürgermeisterin Pia Findeis, der Zwickauer Alt-OB Rainer Eichhorn, die Rechtsextremismus-Expertin Ellen Eser, außerdem der Autor des Buches Die Zelle, Christian Fuchs, sowie Sabine Friedl, Mitglied im dritten Untersuchungsausschuss Neonazistische Terrornetzwerke in Sachsen. Moderiert wurde die Veranstaltung von dem Journalisten Bastian Wirzioch. Zu diesem Thema habe ich mit Sabine Hietzke vom Zwickauer Demokratiebündnis gesprochen. Das Gespräch haben wir heute Vormittag aufgezeichnet. Tja, Frau Hietzke, was ist Ihr Fazit der gestrigen Podiumsdiskussion? Sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen? Also zum einen hat es gezeigt, dass Zwickau und die Bürger der Stadt großes Interesse haben, an dem Thema dran zu bleiben, sich dem Thema zu stellen, zu diskutieren und auch entgegen einiger Pressemitteilungen im Vorfeld sich sehr wohl was in der Stadt auch tut. Und mit 150 Gästen, glaube ich, ist das ganz eindrucksvoll gelungen. Was hat Ihnen am besten gefallen, wo Sie gesagt haben, ja, das ist gut, dass es mal angesprochen wurde. Was hat Ihnen vielleicht auch noch gefehlt? Also gefehlt insofern haben mir einige Punkte, die ich glaube aufgrund der Zeit einfach gar nicht mehr möglich waren, anzusprechen. Da hätte ich mir an einigen Stellen vertiefendere Diskussionen gewünscht, aber da gehen wir im Nachgang auch nochmal auf einzelne Leute zu und suchen da nochmal das Gespräch. Was mir gut gefallen hat, ist, dass im Anschluss an den Teil, wo der Moderator die Fragen gestellt hat, die Leute aufgestanden sind und sich auch da nochmal eingebracht haben. Und am Ende wollte ja die Diskussion eigentlich gar nicht abreißen. Es gab sogar kleine Schlangen am Mikrofon und das fand ich schön, dass die Bürger sich dann auch eben eingebracht haben und es dann auch zu einer sehr bunten und auch zum Teil kritischen Diskussion kam. Die Kreisschülersprecherin Shari Bangso hatte angesprochen, dass die politische Bildung in den Schulen etwas zu kurz kommt. Schätzen Sie das auch so ein? Ich war lange selber nicht an der Schule als Schüler, von daher kann ich das die Einschätzung als Schüler selber jetzt nicht teilen. Ich weiß, dass politische Bildung vorgesehen ist und ich kann nur aus unserer Perspektive sagen, uns selber fällt es schwer, mit unseren Angeboten die Breite der Schulen zu erreichen. Von daher, ich konnte die Kritik der Schülerin verstehen und ich fand es auch gut, dass sie sich geäußert hat und auch nochmal den Wunsch signalisiert hat, wir wollen die Angebote, wir würden uns freuen, wenn die Lehrer die Angebote machen. Ein Stück weit muss man aber auch da sagen, dass von uns auch die Angebote an die Schulen gebracht werden. Also es liegt nicht an uns, von daher muss man vielleicht strukturell in Richtung Demokratiepädagogen, was ja auch angesprochen wurde, da nochmal schauen, dass man strukturell an den Schulen was verändert. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, fand ich es aber gut, dass sie aufgestanden ist und das signalisiert hat. Das war schön. Was auch noch auffällt, dass bei der Rechtsextremismus-Debatte einer immer den schwarzen Peter dem anderen zuschiebt und sagt, wir sind es nicht, das ist nicht allein unser Problem. Das sagt Zwickau, das sagt das Land Sachsen, das sagt dann auch noch irgendwann die Bundesrepublik, das ist kein rein deutsches Problem. Aber irgendwo muss es doch mal losgehen, dass man ansetzt. Wäre nicht ein Eingeständnis, okay, wir haben ein Problem, wir packen das jetzt an, nicht der beste erste Ansatzpunkt?
Also ich muss sagen, ich habe das aber in der Stadt auch so vernommen, dass es schon das Eingeständnis gibt. Wir haben ein Problem, natürlich mit dem Nebensatz auch, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und ich glaube, der Erwin Killert hat das auch nochmal sehr, wie ich auch finde, also ich habe da sehr lange drüber nachgedacht, mit dem Satz zum Ausdruck gebracht, es war nicht die Zwickauer Zelle, es war die deutsche Zelle. Und wenn man das, glaube ich, zu sehr auf Zwickau fokussiert, geht das ein Stück weit an dem gesamtgesellschaftlichen Problem vorbei. Und ich glaube, erste Anlaufpunkte dahingehend sind zumindest aus der Arbeit im Bündnis auch schon erreicht. Wir sind dem Thema ja schon sehr lange, sage ich mal, auf der Spur. Ich nehme mit, dass wir vielleicht ein Stück weit, was auch der Streetworker gestern gesagt hat, nochmal niederschwelliger schauen und eher im Bereich Rassismus ansetzen, dass wir da vermehrt Angebote machen, das niederschwelliger einbinden und was auch die Kreisschülersprecherin gesagt hat, dass wir mehr darauf achten, dass Demokratie auch Spaß machen kann. Das sind so Aspekte, die, glaube ich, da auf jeden Fall auch mit reinspielen und was wir im nächsten Jahr auch mehr bearbeiten werden. Was ich erschreckend fand, unser Redakteur Frank Bormann hat die Diskussion von Anfang bis Ende begleitet. Da ging es auch darum, dass in diesem Haus von diesen Rechtsterroristen, wobei mir Terror nicht ganz so gut gefällt, bisschen unglückliches Wort, aber nehmen wir es einfach mal, dass in diesem Haus ein Partykeller war und da ein Hitlerbild auf dem Fernseher stand und es hat keiner gemerkt. Woran liegt das? Ist das so der... Nennen wir es mal Alltagsrassismus, ist das Gleichgültigkeit? Das muss einem doch auffallen, da steht Hitler auf dem Fernseher. Ja, das ist genau das, was ich meine, dass zum einen sensibel dafür sein, dass bemerken wollen und zum anderen dann eben auch die Konsequenzen ziehen. Auch da wieder, was der Streetworker gesagt hat, auch im Bereich Fußball, WM, EM, wenn dann Sätze fallen wie, was er auch gesagt hat, Richtung Holländer, ihr könnt nach Hause fahren. Auch das ist schon Rassismus, wird aber von vielen belächelt. Und ich glaube, da ein Stück weit auch die Sensibilität zu wecken, ist auch unsere Aufgabe. Also noch viel Arbeit für Sie im Demokratiebündnis hier in Zwickau. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Hietzke. Gerne. Der Automobilzulieferer Rehau AG erweitert seine Produktionsstätte an der Pölbitzer Straße. Im Meta-Werk sollen auf rund 13.000 Quadratmetern Fläche ab dem Frühjahr Fahrzeugteile für das Porsche-Werk in Leipzig hergestellt werden. Das Unternehmen investiert dafür rund 12 Millionen Euro. Durch die Erweiterung der bestehenden Produktionsfläche sollen 80 neue Arbeitsplätze entstehen. Vergangene Woche war die Vertragsunterzeichnung. Der Stadionneubau ist morgen Thema auf der Einwohnerversammlung in Eckersbach. Oberbürgermeisterin Pia Findeis lädt 18 Uhr die Bewohner von E1 bis E5 und Auerbach in die Aula der Schule am Scheffelberg ein. Das Bauplanungsamt nutzt die Veranstaltung zur Bürgerbeteiligung für den Bebauungsplan 104. Danach sollen auch die Bürger das Wort ergreifen können. Im Zwickauer Rathaus kamen heute Staatsanwälte aus Zwickau, Hof und Tschechien zu einem Arbeitstreffen zusammen. Auf diesen jährlichen Veranstaltungen werden aktuelle Probleme der grenzübergreifenden Kriminalitätsbekämpfung besprochen. Ein wichtiges Thema war in diesem Jahr das sogenannte Phishing. Es handelt sich dabei um eine Form der Computerkriminalität, bei der die Täter Kontodaten ihrer Opfer ausspähen und dann größere Geldbeträge auf ausländische Konten transferieren. Die länderübergreifende Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaften ist bei der Bekämpfung dieser Kriminalität ein wichtiger Punkt, denn Staatsgrenzen gibt es im Internet bekanntlich nicht. Die Zwickauer Seniorenvertretung wählt morgen einen neuen Vorstand. Die Wahlversammlung findet von 10 bis 14 Uhr im Neuen Mali an der Marienthaler Straße statt. Nach einem Bürgeraufruf hatten sich 15 Kandidaten für eine Mitarbeit bereit erklärt. Davon werden 9 gewählt. Die restlichen Kandidaten können im erweiterten Vorstand oder in Arbeitsgruppen tätig werden. Die Zwickauer Arbeitsagentur und deren Geschäftsstellen in Werdau, Glauchau und Hohenstein-Ernsthal bleiben morgen ab 12.30 Uhr geschlossen. Grund ist eine interne Veranstaltung, hieß es aus der Behörde. Telefonisch seien die Mitarbeiter allerdings wie gewohnt bis 18 Uhr erreichbar. Werbung. Mauritius Kronkorken-Aktion.
Jetzt mitmachen und sich den Mauritius Löschmeister holen. 100 Winterbier-Kronkorken sammeln und gegen das 7. Original erzgebirgische Räuchermännchen eintauschen. Zwickauer Mauritius. Ein Schluck Heimat. Und? Hat's diesmal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Na bitte, geht doch. Hofmann Personal bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Und? Wann bewerben Sie sich? Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Drei Buchstaben, die wir alle verstehen. Drei Buchstaben, die unser Land bewegten. Drei, die unsere Konventionen hinterfragt und unsere Kommunikation revolutioniert haben. Drei Buchstaben, die unsere Beziehungen veränderten. Hier sind drei weitere. STI steht für sexuell übertragbare Infektionen. Wenn etwas einen Namen hat, kann man darüber sprechen. Informier dich. Damit Sie sicher unterwegs sind, mit besten Empfehlungen für Ihre Sicherheit. Wir sichern Ihr Zuhause, mechanisch und elektronisch, dass Sie ruhig schlafen können. Beratung und Verkauf im hauseigenen Ladengeschäft. Wutzler Sicherheitstechnik, auf der äußeren Schneeberger Straße in Zwickau, direkt gegenüber der IHK. In Oberplanitz gab es gestern Nachmittag zwei Einbrüche in Eigenheime. Zunächst hatte der Täter in der Emil-Rosenow-Straße die Terrassentür eines Hauses aufgehebelt und einige Räume durchsucht. Zur Beute zählen mehrere hundert Euro Bargeld, Schmuck und eine Uhrensammlung. Im Höhenweg wurde auf gleiche Art und Weise eine Terrassentür aufgebrochen. Hier wurde der Täter jedoch vom Hausbesitzer überrascht und konnte unerkannt entkommen. Auf der vierspurig ausgebauten B175 in Glauchau hat ein Falschfahrer gestern einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Der Wagen war kurz nach 15 Uhr von der Autobahn kommend falsch auf die Bundesstraße aufgefahren. Zwei entgegenkommende Fahrzeuge konnten ihm noch ausweichen. Mit einem dritten Fahrzeug kam es jedoch zum Zusammenstoß. Die Polizei sucht nun nach einem älteren, dunkelroten Renault Megane mit Unfallschaden. Der Fahrer soll ein älterer Mann gewesen sein. Bei einem Straßenbahnunfall auf der Marienthaler Straße sind am Montagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Zudem entstand ein Schaden von mehr als 15.000 Euro. Ein 83-jähriger Rentner hatte sein Auto trotz roter Ampel gestartet und war dann gegen die Tram gefahren. Der Unfallverursacher und ein 55-jähriger Fahrgast mussten ärztlich betreut werden. Kultur erleben, Freizeit gestalten, auch mit uns. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Peter Maffay kommt im nächsten Jahr nach Zwickau. Damit ist nun nach dem Gastspiel von David Garrett das zweite Großkonzert auf dem Platz der Völkerfreundschaft im Vorverkauf. Maffay wird am 27. Juni den Platz rocken. Karten gibt es ab 41,50 Euro bei den bekannten Vorverkaufsstellen.
Am Donnerstag gibt es im Rahmen der Veranstaltungsreihe 100 Jahre Residenzschloss Waldenburg einen Vortrag zum Thema Wer kennt schon die Frauen, die Fürstinnen von Schönburg-Waldenburg? Referent ist Dr. Arndt Rüdiger Grimmer aus Berlin, der als exzellenter Kenner und Historiker der schönburgischen Geschichte gilt. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Der regionale Sport wird präsentiert von Ihrer Mauritius Privatbrauerei Zwickau. Zwickauer Mauritius, ein Schluck Heimat. Einen furiosen Heimsieg landeten die Basketballer des BC Zwickau am Samstag gegen die Cocoon Baskets aus Weiden. Gegen den bisherigen Tabellenführer konnten die Rascals endlich einmal ihr Potenzial abrufen. Eine knappe Führung wurde im Lauf der Partie immer weiter ausgebaut. Innerhalb von 5 Minuten sorgten die Gastgeber im letzten Abschnitt dann endgültig für klare Verhältnisse. Zu diesem Zeitpunkt war der Vorsprung auf 23 Zähler gewachsen. Am Ende hieß es 107 zu 78. Hochball zum Spiel RSC Rollis Zwickau gegen den Hamburger SV am Samstag 15.30 Uhr. Der Aufsteiger aus dem Norden hatte einen schlechten Saisonstart erwischt und rangiert derzeit auf dem letzten Tabellenplatz. Doch lange Zeit konnten die Hamburger das Spiel offen halten, vor allem, da es auf Zwickauer Seite nicht gerade so aussah, als wenn eine Mannschaft aus dem Trio der Tabellenführer spielte. Viele Fehlwürfe und Abspielfehler sorgten dafür, dass sich die Muldestädter trotz ebenfalls zahlreicher Fehlwürfe der Hamburger einfach nicht absetzen konnten. Typische Szene aus der ersten Halbzeit. Gast Chowdhury mit einem Fehlwurf. Adi Orokbemi nutzt einen Hamburger Fehler zum Ballbesitz. Aber auch nur, um ebenfalls einen Fehlwurf abzugeben. Trainer Quatschenkopf fand in einer Auszeit recht deutliche Worte. Schlafen könnt ihr später, jetzt wird gearbeitet. Und die Mannschaft wachte wirklich auf. Adi Orokbemi, Korb trotz Foul. Auch der Freiwurf ganz sicher. Marcin Balsarowski fast wie beim Spazierengehen. Auch Gast Chowdhury war jetzt oft allein. Ein Dreier von Marcin Balsarowski. Und unter den anerkennenden Blicken der Läuferbasketballer aus Weiden legt Rostislav Pohlmann gleich noch nach. Am Ende doch ein recht deutliches Ergebnis, aber richtig zufrieden sind sie nicht. Denn für den Meistertitel reicht dieses Leistungsniveau nicht aus. Da muss mehr geboten werden. So, nochmal der Hinweis. Jetzt findet also ein Treffen von... Beim SV Motor Zwickau Süd scheint der Knoten in der Kreisoberliga geplatzt zu sein. Gegen Fortschritt Liechtenstein landeten die Neuplanitzer am Wochenende einen knappen, aber verdienten 3:2 Erfolg. Nach einer klaren 3:0 Pausenführung durch Tore von Klos und zweimal Krämer machten es die Gastgeber zum Ende der Partie hin noch einmal spannend. In der 67. Minute sowie in der Nachspielzeit kam es noch zu 2 Anschlusstreffern. Werbung. Das Clara Wieck Gymnasium ist eine lebendige Schule mit Profil. Es steht für eine kompetente Ausbildung in den Bereichen Naturwissenschaften, Sprachen, Kunst, Musik und Gesellschaftswissenschaften, für Kultur und harmonische Atmosphäre. Selbstverständlich erhalten die Schüler eine fundierte naturwissenschaftliche Ausbildung als Grundvoraussetzung für das Abitur. Zum Beispiel beginnend ab der 5. Klasse in Technik und Computer bis hin zum Physik-Leistungskurs. Außerdem bekommen die Schüler neben der ersten Fremdsprache Englisch ab der 6. Klasse Unterricht in Latein, Französisch oder Russisch. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ab der 8. Klasse mit Spanisch eine weitere moderne Fremdsprache zu erlernen. Für das künstlerische Profil ab Klasse 8 entscheiden sich die Schüler durch die Verbindung der Fächer Kunst, darstellendes Spiel und Informatik. Eigene Theatervorstellungen werden vorbereitet und aufgeführt. Als eine von nur 3 Schulen in Sachsen bietet das Clara Wieck Gymnasium ein musikalisches Spezialprofil ab Klasse 5 an. Dieses wendet sich an die musikalisch interessierten Schüler und ermöglicht ihnen eine Fortführung und Vertiefung ihrer Musikausbildung im Leistungskurs Musik. Bei uns sind alle Kinder herzlich willkommen. Wir haben uns die individuelle Förderung auf die Fahne geschrieben und die reicht von der Nachhilfe bis hin zum Unterricht für Hochbegabte.
Im Mittelpunkt steht natürlich der Fachunterricht. Und hier können wir durch verschiedene organisatorische Maßnahmen kleine Lerngruppen bilden und so auf jedes Kind individuell eingehen. Clara Wieck Gymnasium, eine lebendige Schule mit Profil. Vollkommen anders. Der neue Citroën DS5 Hybrid 4 mit Diesel und Elektroantrieb. Eine Weltneuheit. Citroën. Kreativtechnologie. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten. Mit Küche vom Feinsten. Mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Martin und Schwedler, Heimelektronik der neuesten Generation. Perfekter Kundenservice, damit Sie sich entspannt zurücklehnen können. Martin und Schwedler in Steinpleis, Fachhändler für Löwe, Sharp, Panasonic und auch alle anderen Marken. Außerdem Servicepartner für Sky, Serien, Sport, Dokus und vieles mehr ohne Werbeunterbrechung. Martin und Schwedler auf der Hauptstraße 98 in Steinpleis bei Zwickau. Ach, da vorne weg! Ja! Lauf! Na los, mach schon! Kann doch nicht so schlimm sein! Oh, Mist! Hey, alles gut? Ah, mit Jenny. Du hast super gekämpft. Ja, echt? Ja. Super. Ganz, ganz toll. Darauf kannst du echt stolz sein. Ey, ich hab mich wirklich total angestrengt. Ey, und diesmal gar kein Eigentor. Ich hab mich verletzt. Was soll ich denn machen? Ich kann doch so nicht weiterspielen. Und welches Bein müssen wir diesmal amputieren? Was wir hier machen, ist reine Zeitverschwendung. Servus, ich bin der Peter. Ich habe hier in der Gegend schon über 100 Gipfel bestiegen. Und damit ich nochmal 50 machen kann, nehme ich Knobi Vital. Knobi Vital ist gut für die Verdauung. Ich trinke gern Knobi Vital, damit ich fit und gesund bleibe. Ich nehme Knobi Vital, weil es mir richtig Energie gibt. Ich bin der Klaus und ich nehme es, weil es einfach schmeckt. Mit Knobi Vital bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Bahnfrei für die Doppelflat aus Ihrem Kabelnetz. Mit unserem Team haben Sie beim Sparen die Nase vorn. Telefon und Internet super schnell. Von 16 bis 128 Megabit bis zu 6 Monate gratis. Jetzt wechseln und alles schon ab 19,99 € im Monat. Bestellen Sie jetzt die Zweierkombi unter www.telecolumbus.de oder in Ihrem Telecolumbus-Shop. Telecolumbus. Wir sind da. Bei uns steht das Barometer auf heiter. Ob natürlich schöne Augenblicke, Tagträume oder Wohnträume, wir bieten Ihnen Räume für Träume. Vevobau, kleine Miete, ruhiger Schlaf. It's the way back home. Am morgigen Mittwoch bestimmen viele Wolken und weitere Regenfälle das Westsachsenwetter. Bei Temperaturen von 3 bis 7 Grad weht ein mäßiger bis frischer, in den Bergen stürmischer Westwind. Die Aussichten: Am Donnerstag bleibt es weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen dann bei 6 bis 9 Grad. Da sage ich gestern bei der Verabschiedung noch, das aktuelle Schmuddelwetter, das ist genau das Richtige, um sich etwas Wellness zu gönnen, aber gestern wusste ich ja noch nicht, was uns heute für ein Wetter erwartet. Okay, es war auch ein bisschen Sonnenschein dabei, aber der Regen, nein, nein, da könnte man dann Wellness gebrauchen. Deshalb,
direkt jetzt im Anschluss an die Sendung nochmal unser Beitrag über In Balance. Wenn Sie wissen wollen, was das ist, dann bleiben Sie dran. Ihnen jetzt einen schönen Dienstagabend. Machen Sie es gut. Bis morgen. Bereits am 28. September diesen Jahres wurde In Balance seiner Bestimmung übergeben. Als ehemalige Cafeteria der Schmidt Bank, vielen von Ihnen sicher noch in guter Erinnerung, wurde in mühevoller Kleinarbeit seit Mai diesen Jahres hier ein D-Spa eingerichtet. Man findet hier helle, stilvoll eingerichtete Räume vor und ein Ambiente, das einfach zum Verweilen einlädt. Anliegen der Betreiber ist es, sich vom klassischen Wellnessbegriff abzugrenzen. Wellness im klassischen Sinn umfasst ja viele Bereiche. Wir bieten hier als Hauptbereich oder als Kernkompetenz, wenn man so gut sagen will, Massagen, Wellnessmassagen von der klassischen Rückenmassage, aber auch bis zu hawaiianischen Tempelmassagen oder asiatischen Massagen. Das versuchen wir in einem guten Ambiente zu präsentieren, in einer ganzheitlichen Form, indem wir also die Räume so gestaltet haben und indem also unsere Therapeuten fundierte Ausbildung in der Richtung haben. Die Kollegen haben wir. Und dass sich der Gast also wohlfühlt und ja, einfach sich hier erholen und entspannen kann. Eingebunden in das junge Team von In Balance sind drei Therapeuten. Eine davon ist ausgebildete Physiotherapeutin, die sich auf südländische Wellnesstechniken spezialisiert hat. Dabei profitiert sie von ihren Erfahrungen, welche sie über Jahre im Spa-Bereich des Kreuzfahrtschiffes AIDA gesammelt hat. Uns interessierte natürlich, wie die Idee oder Inspiration zu so einem mutigen Vorhaben entstanden ist. Wir leben in einer Zeit, die sich immer schneller dreht. Es geht immer schneller, es wird immer hektischer, immer schneller. Wir brauchen immer mehr oder engere Phasen, um uns zu erholen. Und jeder, der im Berufsleben steht, werden Sie mir sicherlich recht geben, kann das immer nur in gepresster Form. Also wer engagiert, seinen Job macht, 14 Tage Urlaub ist schon ein Novum, ne? Und in den Phasen, in denen man halt keinen Urlaub genießen kann, das in der Stadt Zwickau einfach mal zu haben und zu sagen, ich nehme mir jetzt mal die Auszeit, ich gönne mir das jetzt mal, ich brauche das jetzt mal, um mich zu regenerieren, um mich wieder fit zu fühlen, den Aufgaben gewachsen zu fühlen. Das ist eigentlich die Philosophie, die dahinter stand und der Antrieb, der mich angetrieben hat, das Ganze hier in Zwickau zu entwickeln. Um all denjenigen Danke zu sagen, die mit dazu beigetragen haben, dass ein so anspruchsvolles Domizil entstanden ist, hat Kerstin Schmielecki kürzlich zu einem kleinen Empfang eingeladen. Blumen wollte sie anlässlich der Eröffnung keine haben. Ihr liegt das soziale Engagement am Herzen. Und so kam durch das Zutun verschiedener Partner eine stattliche Summe von 650 Euro zusammen. Dazu beigetragen haben unter anderem die Sparkasse Zwickau, die Barmer, die Volksbank Zwickau und viele andere. Die Spende überreichte Kerstin Schmielecki dann an die Palliativstation des Heinrich-Braun-Krankenhauses. Dankend nahm Dr. Ute Greibisch, Chefärztin der Krebsstation, den Scheck entgegen. Angemerkt sei noch, dass es bei In Balance neben den südländischen Wellnesstechniken aber auch die ganz normale Rückenmassage gibt. Außerdem verfügt man hier über eine finnische Sauna, mit der die Massageangebote abgerundet werden. In den großen Verwöhnprogrammen ist der Preis für den Saunagang übrigens schon mit enthalten. Und wer es ganz bequem haben möchte, kann auch den eigenen Fahrdienst in Anspruch nehmen. Außerdem gibt es eine Kooperation mit dem Holiday Inn. Wenn Sie Ihre Geschäftsfreunde dort untergebracht haben, erwarten die tolle Angebote. All denjenigen, die sich in Zwickau nicht so gut auskennen, sei gesagt, dass Sie In Balance am besten über die Lothar-Streit-Straße erreichen. Links gehen Sie an der Commerzbank entlang und finden dann das Institut in der zweiten Etage. Parkmöglichkeiten gibt es direkt vom Haus. Schauen Sie doch mal rein bei In Balance und schalten Sie ab, pendeln aus und blühen auf. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.despa-zwickau.de. Thank you.
Vision Zwickau.